Timothy Le, 4-1 gewonnen gegen 1. FC Saarbrücken, vierter Sieg in Folge in der dritten Liga. Was ist mit Energie Cottbus los? Ich würde sagen, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, es sind noch so viele Spiele zu gehen. Super Momentaufnahme und das gilt es jetzt mit allem, was wir haben, festzuhalten und darauf aufzubauen, weiterzumachen. Jetzt haben wir, glaube ich, Länderspielpause und dann geht es, also übernächste Woche Länderspielpause. Das heißt, wir haben jetzt nochmal ein Spiel, wo wir nochmal alles raushauen können und dann hoffentlich eine gute Länderspielpause. Sie haben halt 4 Tore geschossen, ganz besonderer Tag für einen Stürmer. Ja, was war halt los? Was haben Sie genommen vorher? Ich habe nichts anders gemacht wie sonst. Solche Spiele gibt es. Heute ist einfach so gut wie jeder Ball reingegangen. Dementsprechend freue ich mich natürlich. Aber der Dank gilt natürlich meiner Mannschaft, denn ohne die Pässe, ohne die super Vorarbeiten hätte ich kein Tor machen können. Die Kollegen haben jetzt nochmal betont, diese Szene kurz vor Schluss, das 5. Tor wäre möglich gewesen, haben sie den Ball dann quergelegt auf Cigerci, so ein bisschen, um auch zu zeigen, ja, das ist hier ein Spiel, wo alle mitmachen? Nee, weil ich denke, das ist das, was uns im Moment auch so stark macht, den besser Postierten zu sehen. Ich spiele, ihr wisst es, ich bin schon seit 2 Jahren, ich spiele nicht nur Fußball, um Tore zu machen. Natürlich freue ich mich, wenn ich eins machen kann, aber für mich in dieser Situation wäre Tolli der besser Postierte gewesen, deswegen habe ich ihn quergelegt. Dann waren Sie mit Ihrem Sohn auf dem Zaun. Was war das für ein spezieller Moment? Es ist natürlich eine Ehre, wenn man da hin darf. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut. Und das natürlich wird nicht oft vorkommen in meiner Karriere. Deswegen habe ich meinen Sohn mitgenommen, weil der das unfassbar feiert und selber ja in der Kurve oft steht. Deswegen ist, denke ich, ein unbeschreiblicher Moment für ihn als auch für mich. Und dann gibt es da noch die...